schon mal drauf. Genau. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute in Teichröder unterwegs, hier bei der Firma Kotschenreuther. Kotschenreuther ziemlich bekannt für die Marke John Deere. Und ich habe heute noch jemanden mit bei mir, der wird uns ein bisschen was von dem Gelände zeigen. Wir werden uns den Standort Teichröder angucken. Wir haben noch ein kleines Special, da werden wir uns heute auch noch mit beschäftigen. Aber ich will dich erstmal begrüßen, Marcel. Grüß dich. Servus. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung hierher. Und erzähl uns kurz, was wir heute vorhaben. Ja, also wir werden uns heute erstmal so ein bisschen um unseren momentan neuesten Standort hier in Teichröder kümmern. Ja. Neuester Standort stimmt nicht ganz. Der neueste Standort ist mittlerweile Hofheim in Unterfranken. Wir sind aber jetzt hier an unserem derzeit modernsten Standort und werden uns jetzt hier mal so ein bisschen umschauen, was hier so rumsteht, was die Firma Kotschenreuther eigentlich auszeichnet, was hinter Kotschenreuther steht, weil es ist nicht nur Forstschlepper, sondern hinter Kotschenreuther steht tatsächlich noch viel mehr. Und da werden wir uns heute einen schönen Tag machen. Definitiv. Wie viele Standorte habt ihr insgesamt? 7 Stück. 7 Standorte. Wir hatten, ich werde dann auch später im Video mal ein bisschen einblenden, die Geschichte zu Kotschenreuther. Ihr habt ja über 200 Mitarbeiter an euren 7 Standorten. Genau. Insgesamt und vertreibt hauptsächlich die Marke John Deere, aber habt eigentlich noch ganz viel mehr im Portfolio, ne? Genau, also die schleppertechnisch vertreiben wir eigentlich nur John Deere. Was natürlich noch bei uns im Portfolio ganz groß ist, ist die Marke Kuhn, sowie Kramer und Weidemann. Ja. Und diverse andere Marken. Aber ihr baut auch selber, ne? Wir bauen auch selber. Was baut ihr selber? Forstschlepper. Forstschlepper, also reine Forstschlepper. Genau. Das heißt, ihr nehmt euch einen John Deere Traktor. Der geht bei euch in die Firma und Standort. Welcher Standort war das gleich nochmal? Das ist Neufang. Neufang. Unser Hauptsitz. Und da baut ihr den John Deere quasi komplett um zum Forstschlepper? Genau. In Eigenarbeit? Also das ist noch wirklich Handarbeit? Also das Einzige, was von John Deere eigentlich bleibt, ist Motor und Getriebe. Okay. Ja, sehr cool. Also ich hoffe, ihr seid gespannt. Lasst gerne das Däumchen da, wenn euch das Video gefällt. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch die Firma Kotschenreuther kennt. Die Links dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Der liebe Felix von Agrarplay ist heute auch mit da. Der hält netterweise die Kamera. Das will ich mal hier nicht unerwähnt lassen. Und ja, auch der Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir mal rein. Viel Spaß! Ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal in unsere Niederlassung Teichröder und gucken uns da drin mal ein bisschen um. Immer gern. Dann hereinspaziert. Ja, wie man unschwer erkennen kann, befinden wir uns hier im Eingangsbereich bzw. im Verkaufsraum. Wie man auch sieht, vertreten wir auch die Marke Husqvarna. Und wenn wir jetzt nach hinten weiter durchgehen, sind sämtliche Ersatzteile für... Also die jetzt im Laden ausliegen, wie Hydraulikanschlüsse, Elektronikanschlüsse, Lampen und sonst was für eben die Kundschaft. Sowie Merchandising von John Deere und Kotschenreuther eben. Musik.
Marcel, erzähl uns mal ein paar Daten zu dem neuen RX. Das können wir gerne machen. Ich würde sagen, wir fangen von vorne nach hinten einmal kurz an. Also wir haben hier einen 13,6 Liter Sechszylindermotor mit an die 700 PS, 691 mit 3000 Newtonmeter. Dann kann man noch sagen, die Breite der Ketten beträgt 91 cm. Vom Kraftstoffvolumen haben wir 1500 Liter Diesel an Bord sowie 120 Liter AdBlue. Ja, und hinten haben wir, wie gesagt, 5 doppelt wirkende Steuergeräte sowie nachgerüstet Druckluftbremsanlage und Load Sensing. Und der Heckkraftheber haben wir eine Hubkraft von 9,1 Tonnen. 9,1 Tonnen insgesamt? Genau. So Leute, jetzt stehen wir vor dem Monster hier. Marcel? Ja? Ist schon ready. Der sitzt schon drin. Ich warte nur auf dich. Wir fahren jetzt eine Runde. Wir fahren jetzt eine Runde. Aber vorher zeigst du mir noch alles ein bisschen, oder? Nee. Nee, gar nicht. 9 RX, 640, 700 PS mit Raupe. Also gibt's ja nur mit Raupe. Nee, gibt's auch ohne Raupe, ne? Gibt's auch ohne Raupe. Gibt's auch ohne Raupe. Warte mal, ich komm mal hier reingeklettert. Gibt's in der ganz normalen R-Version mit Rädern und gibt's auch in der RT-Version mit Zweibandlaufwerk. So, Marcel, es geht los. Warte mal, drück mal da hinten die GoPro bitte. Einmal oben drauf. Jawohl. Es geht los. Was gibt's denn hier drin in Neu-? Oh, sag mal, haben wir eine Klimaanlage? Wir haben eine Klimaanlage. Okay. So ist der. Mir ist warm. Mir ist sehr warm. Machen wir mal auf Kühlschrank. Ich bin draußen rumgeflitzt und habe schon ein paar Detailaufnahmen gemacht. Weil hier hinten stand ja auch noch einer und jetzt bin ich am Schwitzen. Wir fahren heute 9 RX. Richtig. Zeig mir mal ein bisschen was hier. Was haben wir Schönes? Was man hier jetzt noch dazu sagen muss, der hat jetzt noch das Generation 4 Display drin. Die neuen kommen dann mit dem neuen Generation 5 Display. Sieht aus wie ein Tablet. Und ansonsten ist der im Endeffekt von der Kabine her wie die 8R. Also wie die 8R? Genau. Und was ist jetzt neu an dem Tablet? Also kann man dazu irgendwas sagen? Weil an, du dem sagst neu an dem Generation 5? Ja, genau. Ist ein bisschen schmaler, ist ein bisschen anders aufgebaut. Aber so auf der Hauptbedienseite ist es haargenau gleich. Okay, alles klar. Was muss ich beachten, wenn wir jetzt hier gleich losfahren? Genau, wir haben hier das E18 Getriebe drin. Also nichts Autopower, sondern Lastschaltgetriebe mit 18 Gängen. Okay. Es ist so, du kannst manuell fahren, manuell schalten. Wir sind jetzt aber der Einfachheit halber im Automatikmodus. Kann sein, dass er da mal ein bisschen mehr ruckelt oder so, aber er schaltet automatisch. Und da wir ein stufenlos ein Lastschaltgetriebe haben, müssen wir die Kupplung nutzen. Ah, okay. Das zum heißt, Anhalten und zum Anfahren. Okay, also hier die einmal Gänge, Kupplung. Gänge schalten nicht, aber zum Anfahren und zum Anhalten brauchen wir eben die Kupplung. Okay. Und gibt es irgendwas zu beachten? Straßenfahrt bzw. dann auf dem Acker? Muss man da irgendwas umstellen? Nee, also das ist nicht so wie bei anderen Herstellern, dass du Fahrbereiche wechseln musst, sondern ja, auf der Straßenfahrt kann man noch dazu sagen, wir haben Überbreite, deswegen müssen wir mit Rundumleuchte fahren. Ja. Und ansonsten fährt er sich im Endeffekt auch wie ein ganz normaler Schlepper. Okay. Mit Bandlaufwerk halt. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, ab geht die wilde Fahrt. Also zum Anfahren Kupplung treten, aus der Parkposition bewegen, so wäre jetzt N. Nach vorne in F für vorwärts. Und dann sieht man hier schon, die Getriebeautomatik ist aktiviert. Er zeigt dir den Gang, in dem er jetzt losfährt. Mhm. Und er zeigt dir, in welche Richtung er jetzt losfährt. Dementsprechend, wir haben jetzt vorwärts gewählt. Also wir fahren im 7. Gang an. Genau, von 18. Sehr gut. Wunderbar. Gut, dann habt ihr die bitte Fahrt. Mal langsam die Kupplung müssen wir hier, dadurch, dass der Fabrik frisch ist, mit ein bisschen Bedacht kommen lassen. Also man muss schon sagen, die schiere Größe allein ist beeindruckend, ne? Ja, es ist im Endeffekt der größte Schlepper, den John Deere momentan herstellt. Was haben wir hier Maximalgeschwindigkeit? Also 40 km/h. Genau, wir haben hier einen, zum Motor vielleicht noch, wir haben hier einen 13,6 Liter Motor mit, wie du vorhin schon gesagt hast, an die 700 PS, um genau zu sein, 691. Ja. Das ist auch das leistungsstärkste, was John Deere jetzt im Schlepper verbaut, genau, oder? Genau, ja, genau. Und eben die 40 km/h Version. Also gibt es auch nur mit 40 km/h Version.
Das wollte ich gerade fragen. Hier gibt es keinen 50 oder so. Ja. Aber okay. Wirst du dann merken, wenn du selber fährst, reicht vollkommen aus. Was halt wirklich krass ist, ist dieser Raupenantrieb an sich. Ne? Dass das überhaupt so auf der Straße alles so funktioniert, finde ich immer krass. Muss ich ehrlich sagen. Wie ist so? Also, ja? Es ist tatsächlich so, dass wir haben hier eigentlich einen Ackerbüffel, wenn man so will. Ja. Er ist nicht dafür gedacht, hier Transportarbeiten zu machen oder viel auf der Straße zu fahren, sondern es ist im Endeffekt halt echt ein Ackerbüffel. Und das merkst du halt auch vom Fahrkomfort her. Also der ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so schlecht, wie man sich vielleicht vorstellt mit Raupe. Aber es ist halt eine ganz andere Hausnummer als im Feld. Ja. Also im Feld, da fährst du wie auf Wolken mit Ketten im Endeffekt. Das glaube ich, ja. Weil also man muss ja auch dazu sagen, die Ketten spielen ja auf dem Feld auch eine ganz besondere Rolle. Genau. Was die Bodenverdichtung betrifft. Richtig. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man jetzt mal vom X9-Mähdrescher ausgeht, der hat ja auch vorne Kettenlaufwerk. Und wir haben den umgesetzt, 80 Kilometer. Und da ist es tatsächlich so, da musst du alle 15 bis 20 Kilometer anhalten, weil die Ketten halt einfach nicht für diese Straßenfahrt ausgelegt sind und musst Talkum in die Ketten streuen, weil die werden heiß und werden dann weich. Aha. Also das heißt, die werden weich und lösen sich eigentlich, also es löst sich dann schneller ab? Ja, der Verschleiß ist halt dann größer. Ne? Also ja. Du hast allgemein mit Bandlaufwerk auf der Straße einen erheblich hohen Verschleiß. Ja. Was du halt eben mit Rädern nicht hast. Was aber der Vorteil halt von der Kette ist, ist halt, du bringst halt die Kraft viel besser auf den Boden, zum einen. Und zum anderen ist halt eben, wie du schon gesagt hast, die Bodenverdichtung. Sehr schön, sehr, sehr cool. Also ich muss auch mal Danke sagen an dich und an die Firma Kotschenreuther, dass uns das hier ermöglicht wird, dass wir einfach mit so einem gigantischen Schlepper, der ja auch wirklich nicht günstig ist, der hier hat 7 Betriebsstunden. Also genau, der ist im Endeffekt ganz neu. Ja. Einfach auch mal eine Runde drehen dürfen, da mal du uns ja auch einen Tag Zeit nimmst für uns und wir uns das anschauen können und so ein bisschen die Firma zeigst. Wir hatten uns auch eine Präsentation angeschaut, also da muss man schon wirklich sagen, Wahnsinn, also sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Was macht denn der Obi hier? Ah, weiß da weiß ich noch nicht so richtig, wie er... Oh ja, die Omi freut sich. Geil, gab es erstmal einen dicken Daumen von der Oma. Ja, moin. So, die Stunde der Wahrheit. Wir tauschen, ja? Das bedeutet, ich nehme Platz auf dem Fahrersitz? Genau. Okay. Muss ich einmal raus oder geht das Nein, so? Nein, das geht so. Das ist eine große Kabine. Wir haben genug Platz. Das muss ich wirklich sagen. Ich muss auch sagen, was ich ziemlich cool finde, ist, wir haben ja hier einen richtig schönen Ledersitz. Wir haben sogar schön Massage. Bequem. Der Massage ist ja Massage. Wow, an meinen Oberschenkeln geht's gerade los. Jetzt am Po. Genau, der fängt vorne an und arbeitet sich immer nach hinten hoch. Das ist ein Scherz. Das ist ja zu geil. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich werde gerade massiert. Ich sitze gerade im 9er X und werde massiert. Jetzt geht's am Rücken. Das ist wirklich so. Also wenn man überlegt, wie viel Zeit man unterwegs ist, ne, das sind ja auch schnell mal 12, 14 Stunden Tage ohne Probleme. Ich glaube, da ist so der Komfort für den Fahrer auch einfach eine super wichtige Sache. Auf jeden Fall, genau. Wir starten. Kupplung drehen. Oh, die geht aber sehr leicht. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Dann einmal auf Automatik. Genau. Jetzt haben wir hier wieder 7. Gang ist angewählt. Genau. Und dann Gas ist? Gas. Gas ist Gas, also mache ich mit dem Fuß. Ja. Ich kann. Hier ist das Handgas, ne? Richtig. Ja, okay. Muss ich Gas geben beim Anfahren? Oder ganz langsam kommen lassen? Lass einfach ganz langsam kommen. Ah ja. Super entspannt. Ich werde gerade am Popo geknetet übrigens. Ich fasse es nicht. Hatte ich noch nie in den Traktor. Im 8R übrigens auch und im 7R auch. Also, okay. 6R nicht mehr. Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, ob es die Signature Edition auch im 6R gibt. Können wir raus, ja. Gott. Genau, und ein bisschen mit Gefühl aufs Gas. Ja. Dann verhaspelt er sich auch nicht so beim Schalten. Du merkst halt, es ist ein Knicklenker, ne? Ja, ich merk's gerade, weil ich muss mal ein bisschen auf meine Spur. Okay.
Also man merkt schon krass, wie er schaltet. Also ja, das muss man echt sagen. Also das ist schon, also ist halt, schon gesagt, heftig. Es ist halt wie gesagt ein Ackerbüffel, ne? Ja. Jetzt sind wir im 17. Gang. Ah, jetzt hat er den 18. Okay. Man hat hier vorne diese Wandtafeln. Das ist auch tatsächlich dann die Breite, oder? Ja. Steht da noch was raus aus den Wandtafeln? Nee, nee. Die sind auf die Breite eingestellt. Okay. Boah. Ist, Ist dann, wie gesagt, Überbreite, ne? Ja. Wie breit sind wir? Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir an die 350 Platz. Krass. Ist aber noch, kann man auf der Straße fahren, ist so zugelassen, ne? Ja, der hat Sondergenehmigung, Ausnahmegenehmigung. Ja. Aber ist jetzt, also ich gebe Vollgas. Ja. Wir fahren jetzt. Was hast du jetzt gemacht? Du hast hier nochmal so ein Rädchen. Ja. Da kannst du die Fahrgeschwindigkeit nochmal im höchsten Gang nochmal ein bisschen begrenzen. Ah, okay. Hat sie extra runtergedreht für mich, oder? Richtig. Echt? Ja. Aber mir ist es aufgefallen. Ja, wir müssen ja nicht übertreiben. Also ich kann ruhig ein bisschen langsamer machen. So ist auch angenehm. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber schon spektakulär, so ein Teil zu fahren. Zum Anhalten wieder Kupplung treten. Achso, Kupplung, ja. Ja, mein Lastschaltgetriebe. Mein Autopowergetriebe. Und jetzt einfach zack. Fertig. Das war's. Marcel, Dankeschön. Gerne. Dankeschön für diese Erfahrung, einen neuen RX fahren zu dürfen. Ist für mich auch ein Highlight, absolute Premiere. Wahnsinn. Leute, ich zeige euch noch mal ein paar coole Bilder von außen. Wir machen noch einen kleinen Traktorporn und dann sehen wir uns oder hören wir uns noch mal. Aber es war das Highlight auf jeden Fall von diesem Video. Muss man wirklich sagen. War auch nicht die letzten Highlights, die du erleben hast. Das waren noch nicht die letzten Highlights. So viel kann man schon sagen. Ja, ein bisschen spoilern können wir schon. Also wir haben noch einiges vor hier mit Kutschenreuter. Guti, Dankeschön. Ja. Ich hoffe, meine Lieben, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen hier bei Kutschenreuter an dem Standort? Teichröder. Teichröder, ja, ist bei mir um die Ecke, ich soll es eigentlich wissen. Marcel, vielen, vielen Dank nochmal für die Experience. Danke, dass du uns alles gezeigt hast, dass wir mal einen kurzen Blick in die Werkstatt schauen durften, dass wir vor allem 9 RX fahren durften. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Und ja, lasst gerne das Däumchen da, schaut bei den Jungs von Kutschenreuter vorbei, freut euch auf noch mehr. Und in diesem Sinne sind wir erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.